R. Die stehen doch ganz gut, die zwei Dinge, oder? Sollten sie zumindest. Ja, okay, egal. Also hier wollte ich noch durchschauen, was es so gibt. Düngerstreuer, Spritzen, Miststreuer, Güllefässer, Mähwerke. Schwader, Zetter, Ladewagen. Sehr geil. Bauerntechnik. Oh, der Autoladedings. Futtertechnik. Ach, wie geil. Verteilgerätfassung benötigt über Taktleiste auf 50% Einschränkung. Für Strohballen am Stau. Aha. Das sind so Mischdinger, denke ich. Interessant. Gewichte natürlich diverses. Schneidewerk, mobiler Wassertank, mobiler Treibstofftank. Da werden wir uns eventuell jeweils einen kaufen. Zumindest auf jeden Fall mal einen Treibstofftank. Na, ah, habe ich doch keinen LKW gesehen. Obwohl, vielleicht kommen noch Frontlader. Alter Schwede. Das ist der billigste. Ja gut, das ist natürlich der billigste, weil da kann er nur das. Ja, Erntemaschinen haben wir ja schon geschaut. Kartoffel, Zwiebelernte. Er schaut halt auch geil aus. Rüben, Kipper. Also es gibt solche Auflader-Dinger, die heißen. Agroliner. Transport von Weizen, Gäste, Erbsen, von Ort, Zuckerrohr, Sattel, Rollboden, alte Schwere, ein großes Gerät. Gruber, Pflüge, Sämaschinen, Düngestreuer, Spritzen haben wir da auch noch, große Amazone zum Beispiel. Miststreuer, Güllefässer, haben wir schon wieder die Mähwerke, Schwader, Zetter, Ladewagen. Ich wollte noch mal kurz bei den Traktoren schauen. Ich dachte, es gibt einen LKW, aber. Wow. Wie geil schaut der aus, bitte? Kredit bearbeiten, kann ich da mal ein bisschen was zurückzahlen? Danke sehr. Gut, ach, es war ja noch was zum Zurück. Ach, das ist der eine Hänger, aber die Dinger da. Was auch immer das ist. Wir holen es uns auf jeden Fall zurück. Genau, jetzt haben wir alles aufgeräumt, soweit. Ich versuche mal, die in das Direktverkaufding zu fahren. Wenn es sie hier schon nicht nimmt, ach so ein Blödsinn. Das gibt's da, also 20% mehr gibt's da vorne, aber. Oh, das ist der große Anhänger auch. Hier kann man irgendwo direkt verkaufen, irgendwo. Nee. Nee, das ist nur die Werkstatt. Hä? Ja, ich fahre noch mal einfach dort. Aber alter Schwede, das sind das große Hänger. Ich glaube, da haben wir noch nicht mal einen Traktor dafür. So. Vielleicht passt sie mir jetzt besser. Maustasten steuert man das Ding vorne also. Ach, gut zu wissen.
stehe ich sicher mit beiden Dingen drin. Die lassen sich eindeutig nicht verkaufen. Wir schauen jetzt nur kurz mal hier die Dinge an. Müssen wir dann hoch auch schauen. Alter Schwede. Ja, das sind schon bisschen größere Anhänger. Oh, haben wir hier auch noch was dazu bekommen? Nee. Außer die Dinge. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Muss ich ehrlich mal zugeben. Ach ja, der hat ja auch bald ein wenig was geschafft, dann. Oh. Hey, Luca. Fahren wir den mal Richtung Abfahrdings. Ach, war nicht noch ein Feld? Warte mal. Blau, ne, ist immer noch im Wachstum, aber Feld 15, da könnte man trotzdem hinfahren. Wäre wahrscheinlich ganz gut. Aber habt ihr die riesen Anhänger gesehen? Wahnsinn. Aber jetzt ist eben leider erstmal der Kredit zurückzuzahlen. Dann können wir uns vielleicht mal was kaufen. Aber was ich jetzt trotzdem nicht verstehe, warum kann ich den einen Anhänger da nicht verkaufen? Oh. Verstehe ich jetzt wirklich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Oi. Fast nicht ausgegangen. Ist ein Geldautomat? Nee, eine Telefonzelle. Oh. Ach, wie geil ist das denn? Sehr geil. Gut zu wissen. Ach doch, geht der automatisch auf, ja. Tut es ja leider nicht immer. Also ich glaube, das Großdings gehört hier nicht uns noch. Das fette. Nee, das denke ich schon. Das schon. Das könnte durchaus sein. Nee. Gehört uns sicher nicht. Hey, ist das nicht die Biogasanlage? Schaut zumindest alles danach aus. Und ich kann hier nirgendwo raus. Ah. Na toll. Die werden sich darin auch denken, was will der hier mit seinem Traktor in der Biogasanlage? Oh, ich hoffe jetzt mal, der Dings lärmt hier nicht gleich total ab. Der Timer, ich bin neugierig, nämlich was er macht, wenn die 100 Minuten erreicht sind, hatte ich noch nie. Oh, da ist ja noch. Oh, da ist ja noch Weizen drinnen. Den muss ich ja auch noch loswerden. Also wir sind jetzt bei 99,25 und ja, ich bin neugierig, was passiert eben, wenn wir bei 100 sind. Denn mehr als das kann er nicht anzeigen. Vielleicht fängt er wieder bei 0 Uhr an. Wäre witzig. Ah, da macht er erst auf. So ein Sack. 99,50, also gleich ist es soweit. Oh, das dürfte Mond sein. Oh ja, fängt wirklich wieder bei 0 Uhr an. 90,05, also 5 Minuten haben wir noch.
Zack, 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 zack. Fährt auch noch fröhlich vor sich hin. Vergleich darüber. Alter, was steht denn hier für ein komplexes Klumpenwärtrum-Tor? Ah, das war jetzt gleich. Nee, doch nicht, passt schon. Ich dachte kurz, ich wäre hier falsch abgebogen, aber passt schon. Oh, Mist, kann man hier lagern. Beziehungsweise wird, denke ich, gelagert. Mach auf, ui. Ich dachte schon, das wird jetzt sich nicht ausgehen. Wo können wir denn hin mit dem Weizen? Uiuiuiui. So passt es ganz leer. 11,9 Weizen. 1336, 379 Schlachtmühle. Tja. Ich fahr zum Dings auch. Zum Land habe ich, denn da weiß ich wenigstens, wo der ist. Zum Landi. Oh, sind wir denn hier? Waren wir hier schon mal? Oh, das ist das Großsilo, denke ich. Fahren wir einfach mal. Lagersilo. Aha. Hätte mich ja gewundert, wenn wir die schon hätten. Jetzt haben wir da ein bisschen Querfeld. Ein, damit wir darüber kommen. 2 Minütchen noch. Muss ich mich an die Verkehrsregeln halten, da hilft alles nichts. Ah. Eben mal den Dings eingeschaltet. Pum, 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 pum. Ja, ist schon noch ein Stück, ein kleines. So, da vorne gleich. Auf einmal ist ein Zaun. Verarscht. Oh, da kann man auch danken. Bei der Raiffeisenbank. Ja, Geld, 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 Geld. Den Auto, also dass man den Motor starten muss, den hau ich raus. Das habe ich schon gemerkt, der stört. Und das war's jetzt für diese Folge, beziehungsweise für diese Aufnahme. Ich drücke noch auf Speichern und jetzt mache ich hier zu und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.